Ja, servus Leute, ich bin's wieder, euer JP und ja, willkommen zu einem kleinen Hardcore Free Fall. Ja, heute mal richtig fette Hardcore-Kacke hier, ne? Nee, Spaß zur Seite, Free for All, Black Ops, AK-47, Schalldämpfer auf Crit, müsste ja gleich heißen. Ja, Fingerfertigkeit, genau. Ninja und das andere Perk weiß ich glaube ich gar nicht. Ich glaube kugelsichere Weste oder so. Semtex, dann. Claymore, Killstreaks war die Hunde, der Herr Chopper und der Blackbird. Und ja, das Gameplay geht auch ziemlich schnell vorbei. Warum Hardcore? Es gibt keine normalen Free-for-All-Server mehr. Und wenn schon, also wenn der Spieler drauf sind, dann bin ich entweder gebannt oder keine Ahnung, der Ping ist scheiße. Deswegen heute mal ein bisschen Hardcore. Ja, ein bisschen Abwechslung schade die. Und ja, heute gibt's ein Thema, beziehungsweise ein Thema, wo es sich irgendwie spaltet und zwar. Ja, ich habe die 9000 Abonnenten-Marke überschritten. Das ist richtig crazy. Nee, ich bin gerade ziemlich gut drauf, deswegen heute mein cranky, nein, cranky nicht, immer ein crazy Commentary. Und ja, 9000 Abonnenten überschritten. Und ja, ich habe die letzten 1000 Abonnenten irgendwie so, glaube ich, gar keine richtigen Specials gemacht. Weil erstens, ich hatte nicht so richtig die Idee. Und wenn, dann hatte ich irgendwie nicht die Zeit oder die Lust. Und dann ist es halt die Frage, 9300 Abonnenten, das sind jetzt glaube ich schon, wollt ihr noch ein Special sehen oder wollt ihr lieber auf die 10.000 warten? Meine Idee war jetzt, bei den 9000 jetzt meine Triple Nuke hochzuladen. Also ich habe auch von der Festplatte noch einiges an MW2 Gameplays. Unter anderem zwei Triple Nukes, eine Quad Nuke, S und Z Nuke, Knife Only und so weiter und so weiter. Und warum ich das Ganze nicht hochgeladen habe, liegt einfach daran, dass ich die Gameplay splitten müsste, das heißt in zwei Parts, da sie erstens so lang sind und sonst irgendwie ein Upload von 10 Stunden oder länger brauchen. Und das möchte ich ganz ehrlich antun, weil mir nicht antun, weil was soll das Internet abbrechen, dann war alles umsonst. Und deswegen würde ich meine Triple Nuke hochladen. Die würde ich dann zweimal, also spalten in zwei Parts, zweimal 10 Minuten. Im ersten Part würde ich etwas über meine Nuke-Geschichte in MW2 erzählen, meine erste Nuke, wie viel ich insgesamt habe, meine Taktik, ob ich darauf gespielt habe oder nicht. Und im zweiten Part wird es ein kleines Special geben. Ich habe damals eine kleine Umfrage gestartet im Bereich Javelin. Und ja, da würde es dann halt was geben in diesem Bereich von verschiedenen Kommentatoren. Und ja, da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wollt ihr jetzt noch was sehen? Hier so 9000 Abo-Special. Wenn nicht, dann auf jeden Fall 10.000, wenn ihr Fragen habt, Fragen, wenn ihr wissen wollt, was bei 10.000 kommen wird. Ich denke mal zu 99% ein Real-Life-Video. Ja, unglaublich, ich habe ein Real-Life. Ich hätte es selber nicht gedacht, aber gerade auf Facebook hat jemand geschrieben, ey, Chibi, du hast ein Real-Life. Und ja, das Game ist schon wieder zu Ende. Ich habe es gesagt, es ging ziemlich schnell vorbei. Und ja, Endscore 30 jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute mal ein bisschen anders kommentiert und so, ne? Und ja, schreibt Kommentare, was ihr sehen wollt. Ich bin weg. Servus. Ja.